Moin, ihr Figurensuchtis, und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment mit einer weiteren Review aus dem Masters of the Universe Origins Universum, powered by Small Tiny Toy Store. Und heute, tatütata, die Feuerwehr ist da. Die Eternia Feuerwehr in Person oder im Körper von, verkörpert durch, so ist richtig, Snoutspout. Eine der Figuren, der beiden Figuren, die sehr begehrt sind und sehr schwer zu kriegen sind, weil die nur in Amerika rausgekommen sind und es keine Anstalten gibt, die hier in Deutschland oder Europa rauszubringen. Gruß geht raus an Mattel. Aber es geht um die Figur. Figur, Deluxe-Version mit Wechselkopf und so eine Art Action-Feature. Ihr seht vorne den Wechselkopf mit ein bisschen Add-ons. Die Waffe ist natürlich dabei, wie früher, die Holzfäller-Axt und die Feuerwehr-Axt und die Figur selbst. Auf der Rückseite Snoutspout gegen King Hiss und Kamokan. Kamokan. In Action. Was ist das Problem bei Snoutspout immer? Das seht ihr auch jetzt hier bei meiner Version. Das Comic will nicht da bleiben, wo es soll. Das Comic soll eigentlich hier sein. Die Hälfte davon ist aber rübergerutscht. Also man kann, glaube ich, so machen. Aber das Comic ist nicht da, wo es hin soll. Aber ich bin froh, dass ich ihn habe. Und ich zeige ihn euch jetzt auch. Ich werde Feuerwehrmann. Ich werde Feuerwehrmann, genau. Und hier haben wir den Feuerwehrmann von Eternia. Den Snoutspout. Hier in der Variant-Kopf-Version. Also nicht der Vintage-Variante, sondern ich glaube 2000X-Variante ist es angehaucht. Hinten habt ihr Sauerstoffflaschen, die könnt ihr abnehmen. Die Axt ist natürlich diese klassische Stemm-Axt-Waffe aus der Vintage-Reihe. Der Kopf hat was Besonderes, ihr könnt den Rüssel bewegen. Nicht nur drehen, sondern ihr seht auch, wenn ihr genau hinschaut, wenn er sich gleich rumgedreht hat, er hat oben drauf ein Gelenk, aber man kann ihn hoch und runter drücken, das geht auch. Den Kopf könnt ihr natürlich auch wie gewohnt benutzen und auseinandernehmen können wir ihn natürlich auch wie gewohnt. Allerdings hat der hier noch ein kleines Extra-Feature, sonst wäre es ja keine Deluxe-Figur. Nein, er hat noch ein extra Kopf und Zubehör dabei. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier ist nun Snoutspout mit seinem Vintage-Kopf, den ich auch viel cooler finde. Allerdings, ihr seht schon hinten, ist da ordentlich was los. Das Action-Feature haben sie nicht so ganz geschickt versteckt, aber es ist dabei. Außer, dass wir jetzt auf diesen weichen Rucksack drucken müssen. Den können wir natürlich vollfüllen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, wie ihr gerade Bock drauf habt. Und durch Drücken gelenkt das dann in den Schlauch, durch den Rüssel nach draußen. Sieht nicht so schön aus, hat auch die dumme Angewohnheit, dass er sehr rückenlastig ist. Besonders wenn eben der Rucksack gefüllt ist mit irgendeiner Flüssigkeit, dann ist das Gewicht sehr stark hinten. Aber man kann ihn trotzdem irgendwie posen. Hier geht es ja auch, obwohl jetzt im Moment ist der Rucksack leer. Mir gefällt trotzdem der Vintage-Kopf um einiges besser als die andere Variante. Ist halt eben näher an der Kindheit dran. Haben wir unseren Feuerwehrmann. Ich werde Feuerwehrmann. Snoutspout, was für ein Quatsch. Snoutspout, der eternische Feuerwehrmann mit Wechselkopf und Wechselzubehör. Ich bin kein Fan von dem Kopf. Hat man wahrscheinlich gemerkt. Und ich kenne wahrscheinlich auch viele von euch mögen diesen Kopf nicht. Das ist mein Snoutspout. Snoutspout war früher schon noch nicht so eine geile Figur, weil sie nicht so begehrt, beliebt war. Habe ich immer so das Gefühl gehabt. Aber wenn, dann bitte den richtigen Kopf und dann auch das Action-Feature, was Mattel hier in der Form gelöst hat mit einem Pumprucksack und einem sehr unschönen Schlauch. Aber immerhin hat man es gelöst und man kann Snoutspout ein bisschen Wasser durch den Rüssel pumpen lassen. Also ich finde es gut, dass die Figur da ist. Ich finde es schade, wie es gelöst wurde. Aber immerhin haben wir ihn bekommen. Und wir haben für die Freunde der 2000X-Version oder angelehnten Version haben wir auch das Wechselzubehör bekommen, damit ihr ihn so hinstellen könnt, wie ihr Bock drauf habt. Solltet ihr ihn bekommen haben. Und wenn ihr nochmal gucken wollt, ihr wisst ihr Bescheid. Link in der Videobeschreibung. Was ist eure Meinung zu Snoutspout? Gleiches Geschick wie bei Leech, weil der ist ja auch sehr schwer zu bekommen, immer noch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Abo, Daumen und ein Glockenklick da. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann auf jeden Fall hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und State Nerdy. Ihr Figurensuchtis. Tschüss.